Marvin Backspin! Splash! Ist der gegrindet, Bruder, wie so ein Schlauchboot, Digga. Der macht Auerbach, fliegt auf die Fresse, Nase, komplett durch am Blut, alles. Meinst du, wir können das reinschneiden? Splashkalation 2. Man wartet monatelang auf einen Tag und dann kommt es doch schneller, als man denkt. 2019 und es ist endlich wieder Splash Festival. Ey, ich will, dass du jetzt als allererstes die Kamera in die Hand nimmst und irgendwie filmst, wie du aufgewacht bist und eine Anmoderation machst. Töte mich. Ich will mich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Sino. Ich habe nichts mit Sino zu tun. Er ist leider das Wochenende verhindert und darum übernehme ich jetzt das Splash. Das geht alles auf meine Kappe, auf die von Sino. Zwei Personen. Dieses Jahr ohne Auto am Start, weil hat alles irgendwie nicht funktioniert. Dann gestern last minute noch jeden Scheiß besorgt, den man braucht, um zu transportieren. Schön hier extra verstärkt. Wenn wir das damit bis nach Ferropolis schaffen, ohne dass das alles ineinander zusammenbricht und zerfetzt, dann ist es das Beste, was mir je passiert ist, Alter. 12 Sekunden später. Kann nicht mal bis zur S-Bahn gehalten. Nein! Der Einkaufswagen musste her und ich schwöre auf alles, er stand einfach auf der Straße, als hätte er auf uns gewartet. Wir sind so in 4-5 Stunden oder so da. Hoffentlich ist Tino dann schon in einem Zelt mittelmäßig nackt. Und was machst du gerade so, Tino? Nicht nur ein bisschen größer als ein Kinderwagen. Brauchen wir nicht diskutieren, das sind sicherheitstechnische Fragen. Die Anreise verzögert sich leider um wenige Minuten, Dicker. Man hat es in einen Regionalexpress geschafft, aber man muss auch sagen, gab es keine Schaffner. Der letzte Mal mit Abfuhr. Hier sind wir nämlich. Wir fahren ja auch nur 8 Stationen. Gucken wir mal. Shoutouts an den Regionalexpress. Shoutouts an Herrn T. Müller. War letztes Wochenende auch auf der Fusion. Konnte jetzt das hier ein bisschen verstehen, wie man hier hasseln muss. Mit dem Einkaufswagen. Man ist nach Grevenhainichen gekommen. Alle Leute sind da, Einkaufswegen sind auch noch da, Digga. Ich wollte eigentlich sagen, dass selbst wenn Ace Rocky jetzt im Schweden im Knast sitzt, dann geht es ihm immer noch besser, als wenn er die nächsten 4 Tage auf dem Splash in den Favelas campt. Und wenn ich jetzt das erste Mal den Splashboden bestrebe, werde ich ganz laut schreien. Ah, Splash! Man hat sein Zelt aufgebaut. Wir sind mitten in den Favelas. Hier wird jetzt gezeltet für die nächsten 4 Tage. Und ich will mir wirklich von keinem mehr anhören müssen. Aber du bist nicht zugefahren, aber du warst nicht auf dem Favela-Campingplatz. Mein Zelt steht mäßig, sage ich mal, so sehr mäßig ist stehen, aber es steht. Tino ist irgendwo auf diesem Festival, jetzt kann man so einen guten Cut machen, so, das macht Tino gerade. So und los! Man darf ja auch nicht vergessen, es ist immer sehr, sehr wichtig, Leute auch zu hänseln. Ich finde es richtig respektabel, dass sich so viele Leute hier zum Bergbauen zusammengefunden haben. Leute, ich habe einen Mann gesehen. Ich habe einen Mann gesehen! Unsere Hosen und Hemden sind einfach matchy! Ein kleiner Guck es dir an! Oh mein Gott! Marvin, du weißt jetzt, wo unser Camp ist. Ja, ungefähr. Jetzt kannst du in die Welt ziehen, wie der kleine Vogel, der du halt nur bist. Chirp, chirp! Es ist Nacht, ja. Es ist der erste Splash-Tag. Wow. Und ich habe hier Marvin wieder getroffen. Oh, es ist der griechische Wein, Tango Remix, Moshpit. Es geht weiter zur Splash Pre Party. Wir machen einfach nochmal genau den gleichen Witz wie auf dem Balaton. So sieht die Mainstage aus, wenn sie leer ist. Und so sehen wir aus, wenn wir voll sind. Das ist ein guter Witz, muss ich ganz ehrlich sagen. Guter Witz, ja. Ich habe gesehen und dachte mir, das war ein guter Witz. Marvin, kapert den Bagger, yo. Ja, okay, ich mach das mit der Freundin. Mein Kapitän Dietrich. Mann, Diebstahl ist zwecklos! Man gibt dir die einfachste Aufgabe, klau ein Bagger und du machst nix draus, ja, Digga. Das war der erste Tag vom Splash. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein kurzes Blackout, aber ich würde sagen, wir haben es trotzdem überlebt. Bevor du Schluss machst, wir brauchen einen Signature Move. Ich würde vorschlagen, wir lecken über unsere Finger und reiben jetzt unsere linke Augenbraue rein. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach nichts und sagen, das war's für heute. Bis morgen, ja? 2 Stunden geschlafen. Das
lief irgendwie alles schief, was schief laufen konnte. Marvin Backspin! Vermutlich eine meiner Top 3 bekacktesten Festivalnächte. Was macht wohl mein guter Freund Zino gerade? Fucking zweiter Tag, gestern direkt eskaliert. Na, Schnegge? Du bist nüchtern? Ich hab zugegebenermaßen 2 Sachen verloren. Neben meiner Würde. die gewinnst du aber jeden Abend wieder zurück. Mein Handy-Ladekabel und meine Sonnenbrille. Und das sind eigentlich 2 richtige Dings Festival Essentials. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Typ wie du sich die geilste Sonnenbrille des Festivals quasi auf diesem Campingplatz ergaunert. 1:37 später. Yo Nico, ich habe eine Brille eingetauscht. Aber ich habe nichts dafür gegeben. Ey, und weißt du, was ich noch habe? Ich hab alles zurück, Digga! Ich werde jetzt mal zum ersten Mal ins Backstage gehen, werde zum ersten Mal Internet haben. Auch eine sehr gute Sache und ich habe wirklich keine Ahnung, was dieser verrückte Mann aus Armenien gerade macht. Ich fange jetzt gleich wieder an und bring mich hier wieder in die Stimmung. Ich bin jetzt seit gestern um 6 oder so hier und war noch nicht auf dem richtigen Festivalgelände. So sieht die Mainstage aus, wenn sie leer ist. Und so sehen wir aus, wenn wir voll sind. Irgendwann später. Ich sag zu den Leuten, die wollen den Block rein. Ich sag, ihr macht was Krasses. Ihr sagt, ich mach Auerbach von Stein. Der macht Auerbach, fliegt auf die Fresse, Nase, komplett wirklich am Blut, alles. Meinst du, wir können das reinschneiden? Ja. Achtung, Achtung. Leute mit schwachen Nerven skippen jetzt besser die nächsten 20 Sekunden. Wir weisen darauf hin, dass bei diesen Dreharbeiten kein Mensch zu bleibenden Schäden gekommen ist. Unterstützt immer, das ist verletzt oder so. Das ist jetzt der erste Eck, den ich mir angucke auf dem Splash, Dicker. Bergkamm. Ah, Kreuzberg ist im Haus. Mach den Kreis auf. Oh shit, der ist weg. Jetzt zahlt sich das Journalismusstudium aus, weil ich nämlich die beste Klammer des Lebens mache. Und zwar, du bist nämlich eine der wenigen Personen, die tatsächlich beide Seiten kennengelernt haben, nämlich die abgeranzten Ghettos und gleichzeitig auch hier das High-Class-Presseleben, was gar nicht so High-Class ist. Die haben nicht mal hier betonierten Boden. Hast du irgendeine richtig crazy abgedrehte Geschichte, wo du irgendwem, was weiß ich, 4 Kilo Heroin verkauft hast und der sich vergraben hat? Nee, aber ich habe hier 2000, bin ich mit 4 Kilo Gras angekommen. 4 Kilo? 4 Kilo. Ich habe das halt irgendwie 3 Wochen auch vorbereitet. Ich habe 4 Tage zu Hause gesessen mit 4 Mann und eingepackt. Alter. 23 Mark das Gramm, 4 Kilo, weißt du, wie viele Tüten du packst? Marvin, du machst den Rest. Jetzt Juice WRLD oder was? Na, Trippy Red. Jetzt wird ein bisschen abgetrippt mit Marvin und mit euch. Und ich moderiere das jetzt an mit einer kleinen Schelle. Nein, bitte schnell. Ein Act jagt den nächsten ab zu Hutmacher Entertainment, yo. Locke, Dicker, hast du Bock? Nee, sicher, Dicker. Was sonst? Hast du Bock? Dicker, Todes. Die Leute verlangen nach Hutmacher jetzt. Sicher, Dicker. Nicht aufhören jetzt, 3 Minuten lang. Seid mal ehrlich, wer von euch hat nicht geduscht heute? Dusche geht gegen den Fest, gegen Groß, Hände schließen fest. Handy los, ist von der Stimme schnell, fließen, wenn du Groß und nicht ins Fest. Unter Grund, wie es saß, ne? Du ein Hund, der Arsch schlägt. Einfach unsympathisch, der Junge, keiner mag dich. Ich kenne ihn nicht, aber er kam einfach und meinte, yo, hier ein Leben für dich, weil du bist ihm. Kalte Bücher für Berlin, im Schuss, einfach ein halber Leben. Prost, Haki, Prost, Banks, Prost, Lube. Wir haben hier so einen riesen Elch aufgebaut, wir stecken in ihm, weißt du, was ich meine? Jetzt müssen wir diesen Laden auseinandernehmen, dass dieser Elch nachher brennt, weißt du? Check das. Das wird brennen gleich. Und dein Botschaft ist Leben, das ist Leben. Ich geb auf Kopf, was noch geht und sie geht. Aber ich hab dein Schein, der will dein Wort und Botschaft. Das ist keine Winter, gleich am Staub. Undercover. Ich bin AJ von den Backstreet Boys, ihr. Ich hoffe wirklich, Marvin kümmert sich darum, dass der CEO-Bereich jetzt gerade abgedeckt wird. Gib's einfach Secret Act und ist einfach Shindy, Digga. Sind die Bitches durch die Tür spüren wie Glitzer klein. Und die werden alle flachgelegt wie Glitzer zeigen. Man sieht an meinem verrückten Frisur. Diesen Tag hat das Blech definitiv gewonnen. Ich bin auf dem Weg zum Zeltplatz, ich muss ein bisschen schlafen, sonst werde ich morgen kein Mensch mehr sein. Es regnet jetzt einfach, die Leute kommen
auf den Zeltplatz zurück. Es wird alles Schlamm werden. Es gibt bestimmt einen Barbaren aus Armenien, der gerade rumtreibt, und das ist Zino B. Keiner weiß, wie es passiert ist, aber ich bin bei Materia mit auf die Bühne gekommen auf einmal. Alle Hände hoch, ich spendiere jetzt ein Bier. Das sind wir, die Fantastischen. Hier, Blasphemie, Es ist der dritte Tag vom Splash, Moment. Es ist der dritte Tag vom Splash. Man ist gerade aufgewacht, man ist heiser, aber man lebt. Und heute werde ich nicht den gleichen Fehler machen, den ich gestern gemacht habe. Gib mal jetzt bitte einer wirklich den Schnaps. Das blühende Leben ist wieder erwacht. Alter! Ey, Tino! Ein Bastard, wer nicht kann! Dinge passieren auf dem Splash. Man kann es immer nicht zuordnen. Aber es gibt einen Avatar. Das geht ab. Zeig mal dein Glätzchen. Achim und ich, wir laufen über den Zeltplatz und geben Leuten dafür Geld, dass wir mit denen anstellen können, was wir wollen. Und jetzt gibt's Udo Waldschmidt. Mit Übergang oder ohne Übergang? Digga, aber das sollte ein Iro werden, Mann. Ach so, ja. Nee, wir machen Boxer. Die richtigen Playboys denken mit und packen auch Vitamine ein. Aprikose! Das ist Leon und ich werde ihm jetzt für 50 Euro seine Augenbraue wegnehmen. €50 war. Mitnehmen erst. Ja. Nehmt ihn mit. Nehmt ihn mit. Ja, komm. Wie heißt du? Tschüss. Bist du 4,30 Meter groß, Nein, Alter? Nein, 6. Wie heißt du? Ich heiße Sven. Sven, du gehst jetzt zu uns. Jo. Komm. Du wirst viel Spaß haben. Okay. Sven. Sven. Nein. Sven. Er ist zu groß. Er ist zu groß. Sven, du. Sven. Ich schwöre, du gehst jetzt zu uns. Er wurde verkauft. Er wurde offiziell verkauft. Ich hab 200 Euro dafür genommen, dass ich irgendeinen mitnehme. Ah, geh jetzt Marvin suchen. Ein paar Sekunden später. Hey, ich danke dir. Marvin! Ich suche Marvin Backspin! Diese Menschen sind nicht irgendwelche Menschen. Es sind die Menschen, deren Autos abgebrannt sind! So. Er geht was ab, du. Falls ihr euch fragt, was da gebrannt hat, das waren wohl Autos von Splash-Besuchern. Ich hab noch Snaps gemacht, ey, hoho, da brennt's. Eine halbe Stunde später haben wir halt von der Splash-App eine Information bekommen, ey, hier aktuelle Informationen zu den von Brand betroffenen Autos, hier die Kennzeichen. Wir gucken aufs Handy eine halbe Stunde und denken so, das sind unsere Kennzeichen, was machen wir? Bro, it's a prank, bro. Ja, genau, wir dachten so, das kann nicht sein. Yeah. Zwischen gelber 8-Flagge und UdSSR-Flagge soll sich Marvin Backspin aufhalten. Hab ich ihn gefunden, wirklich, du kleiner... Weißt du, ich such seit zwei Stunden. Echt? Ja. Da hat er einen. Boost gehört jetzt hier zum Squad. Der Boy. Trink noch. Ich wurde jetzt von Zino gerade einfach aufgepickt. Sie ist, ey, Bro. Komm mal jetzt mit. Da meinte ich, okay, dann komm ich jetzt mit, Digga. Man muss sich unterstellen, weil der Platzregen gibt auf jeden Fall gerade Gas. Weil ich keine bin und auch. Dann mitmache, rasier wenigstens meine Brust. Schön. Mach was drin. Blitz rein! Wir haben folgende Optionen. Einer küsst einen anderen auf den Mund. Okay. Schlägerei. Okay. Rückwärtssalto. Okay. Oder Freestyle, was du mir vorstellst. Mach mal sowas von, Alter. Ja, was denn? Alles. Mit Zunge. Ja, okay. Ja! Und irgendjemand kriegt jetzt noch eine Glatze! Niemand war so krass wie wir, oder? Freeletics einfach hier auf dem Splashplatz! Yippie! Alter! Ein Baba Z und ein behindertkrankes M, Dicker. Dicker, was hast du für einen Klatsch kassiert, ja? Ja. Du hast auch, ne? Du hast auch miese, ne? Dicker, warum? Wer war das? Ey, ich bei ihm und er bei mir. Es ist ein Spiel. Ja. Macht der einmal für Kamera? Ey, nee. Wie bei euch? Scheiß drauf, ich mach. Halt mal. Ein Glück bin ich bei uns beiden, der Typ, der filmt und nicht der Asozial, der es klatschen will. Ja. Das passiert, wenn man Marvin und mich zeitgleich losschickt, Dicker. Das passiert. Einfach Motorrad, das ist der Lifestyle, wir kennen das doch, Dicker. Hier will ich, dass du deine Fassung nicht verlierst, denn ich bin bloß am Sau. Für mich gerade beste Act, die es gibt, Apache. Shoutout zum Wechsel. Ergesse Gerrit. Ergesse Gerrit.
Hör mir auf. Tamas. Hör mir auf. Großer. Hör mir auf mit deinem Scheiß. Hör mir auf mit deinem Scheiß. Heute nicht. Ich war hier, Petters war hier. Ja, Mann. Für Interview, bleibt keine Zeit. Atmen wir auf. On your fucking toes. Ja. Dieser Tag vom Splash, meine Stimme, ihr hört ganz genau, was passiert ist. Skepta war wild, Richie Keats war wild, ich war wild, Sino, keine Ahnung, wo dieser Mann ist. Ja, herzlich willkommen bei Big Brother. Das, liebe Freunde, ist der Grund, warum ihr keinen Alkohol trinken solltet. An der Stelle möchte ich mich anschließen, auch wenn es nicht immer so aussieht. Vom Ding her weiß ich, wo die Grenzen sind und wann man wie wo ausrasten kann und wann nicht. Es sei denn, es ist Splash. Aber vom Ding her, alles immer unter Kontrolle. Alkohol bitte nur in Maßen genießen und kontrolliert. Es ist 6 Uhr morgens. Man kommt relativ gut klar. Und jetzt geht's zum Bahnhof, Allah. Weil ich versprochen habe, eine Busfahrt von Alles Gold zu dokumentieren. Darum fahre ich jetzt nach Berlin, um dann gleich wieder zurückzufahren. Der Motherfucking Holy, Chosen One and Only. Ich bring das Feuer wie die Wiese, Gobi. Wenn es um das geht, dann bin ich Profi. Merkt ihr meinen Namen? Zero Soleil. Genau wie in der Wildnis. Ist auf dem Splash, ist so. Das Wasser ist sehr wichtig, um zu überleben auf diesem Festival. Nährt Menschen und Tiere auf dem Splash-Gelände zugleich. Tag live, mach Tag live! Tag live! Mit Tupac! Ja, let's go! Silvo Baby, der Regenmacher kommt auf den Splash an und fängt an zu regnen. Boah. Toll, Zero, das hast du mal wieder ganz super hinbekommen. Es ist nur kurzer Regen. Man ist endlich wieder da, seitdem man heute Morgen reingehauen ist, auch verwirrt. Ich hab gelernt, hey, Julio Konzert von Premium Platz. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich habe dich nie geliebt. Wie soll man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Digga, ich bin doch Henning Mai, wenn ich will. Juju, Prost. War mit Lash, war richtig geil. Guck mal hier, Back to Football, Digga. So ist das hier, so läuft das. Ey, ich sehe Kevin wirklich immer nur am Laptop, den lieben langen Tag. Kevin ist die ganze Zeit nur bei LOL, irgendwelche Trolle durch Mittelerde schicken. Das macht Kevin den ganzen Tag. Digga, jetzt geht dich gar nichts an. Macht jetzt irgendjemand bitte einen verfickten Moshpit aus, bevor ich komplett die Fassung verliere? Macht einer hier einen Moshpit aus! Macht einer hier einen Moshpit aus! Macht jetzt irgendjemand hier einen Moshpit aus, Digga! Ist der gegrindet, Bruder, wie so ein Schlauchboot, Digga. Bruder, ich hab dich gesehen, ich hab ihn mies gefühlt, Bruder, ich Bescheid. Flex! Wir haben dieses Jahr Splash so Kopf genommen, Digga. Wir haben dieses Jahr Splash so Kopf genommen. Warum immer? Eine Sache, die ich schon immer mal machen wollte, ein Interview von 16 Bars crashen. Was ist hier los? Oh mein Gott! Was ist hier, los? Ich habe eine Pfeife! Kurz vor knapp, man hat hier schon mal mit dem Publikum ausgemacht, dass man jetzt noch einmal kurz durchdreht beim BAZ-Auftritt. Er ist von meinem Splash-Party zu meinem Splash-Habibi geworden. Alles ist möglich, Leute. Wir sehen uns auf Backspin TV. Ich für Deutschrap, er für Ami-Rap. Das war das Splash 2019 mit Marvin und Fido. Es war wirklich mehr Zeltplatz-Action als alles andere. Tut mir leid, dass ich diesen jungen Mann hier verdorben habe.
da. Abonniert alle Folgen links, abonniert alle Folgen rechts. Backspin TV, wir sind raus! Backspin TV, wir sind raus!